Kommt und bleibt einen Augenblick. Kapitel 7, schlechte Nachrichten. Ich bin ein Meister von Erdegestein und im Umgang mit der Axtalgier. Über grausame Unholde und böse Artefakte weiß ich jedoch nichts. Geht nach Bruchtal zu Elrond und erzählt ihm von diesen Entdeckungen. Er wird euch sagen können, was als nächstes zu tun ist. Bringt Herr Elrond das Siegel von Drugoth? Natürlich, das machen wir. Nutzen wir doch mal wieder unsere Schnellreise. Und ich trinke dabei mal was, wenn meine Stimme schon meckert. Die sagt mir, hör auf, Zwerge zu sprechen, du Idiot. Mache ich ja auch gleich, aber noch ist das Buch nicht zu Ende. So, ein Schlückchen genommen. Jetzt kann ich auch wieder mit der rechten Hand an die Maus, um die Kamera ein bisschen gerade zu rücken. Das ist ja das Schöne, man hat hier eigentlich verschiedenste Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Mit den WASD-Tasten, dann bewegt sich halt die Kamera nicht. Ich kann aber auch, jetzt habe ich die rechte Maustaste gedrückt und wenn ich die linke Maustaste noch dazu drücke und beide gedrückt halte, bewegen die sich halt automatisch vorwärts. Was sind denn hier jetzt eigentlich für Quests? Ah, die könnten ab Stufe 50 sein. Ich glaube, die sind jetzt erstmal egal. Lass mal die mal links liegen hier. So. Ach, so eine Stille hier. Lass uns mal hoch zu Elrond gehen und mal sehen, was der uns so für Infos zu diesem Siegel geben kann. Seid gegrüßt. Ihr seid willkommen, euch hier auszuruhen, bis die Müdigkeit euch verlassen hat. Na klar doch. Schon bald segeln wir gen Westen, um nie mehr zurückzukehren. Die Elben. Wir hatten das ja schon mal festgestellt, als wir in den Trollhöhen waren. Die sind echt sehr redebedürftig. Die scheinen nicht oft dazu zu kommen, ja, mit irgendwelchen Leuten zu reden, so quatschbedürftig, wie die immer sind, ne? Eine geheime Aufgabe ist auf der Neuigkeiten, die ihr überbringt, jetzt noch dringlicher geworden. So, Buddy, wie sieht's aus? Buch 5, Kapitel 7. Ein seltsames Schicksal hat euch hierher gebracht. Ihr seid also mit üblen Neuigkeiten zurückgekehrt. Dies ist das Zeichen eines Arid-Fürsten. Bingo! Ich habe recht gehabt, 100 Punkte. Kriege ich irgendeinen Gewinn oder so? Weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr ja schon einmal so etwas gesehen? Die Arid-Fürsten setzen diese Siegel manchmal dazu ein, einen grausamen Geist zu beschwören, der einen Unhold beseelt. Das Siegel, das ihr gefunden habt, ist ein Zeichen Drugoths des Schwarzen, eines mächtigen Arid-Fürsten. Aber was den Grund anbelangt, um dessen Willen der Nazgul und diese Arid-Fürsten nach Heddegrod gekommen sind, ich fürchte, ich weiß jetzt, wonach sie suchen. Werdet ihr uns ein weiteres Mal eure Hilfe gewähren? Oh, noch eine Gefährtengruppenaufgabe, okay. Ich weiß jetzt, was der Nazgul sucht, Algie. Gloin hat euch vom Untergang Hellegrotts berichtet, nehme ich an. Wie Durin, der fünfte Zwerg dieses Namens, den Drachen Thorok tötete, doch im Kampfe mit dem Großteil seiner Gefährten zu Tode kam? Als klar wurde, dass Hellegrott ein Teil des Bösen war und alle Versuche, die Stadt zurückzugewinnen, zum Scheitern verurteilt waren, holten die Zwerge die Reichtümer aus der Schatzkammer, zogen davon und ließen den Kadaver des Drachen verrotten. Doch ich fürchte, die Kälte und das Eis von Orod Lostol könnten dem Kadaver des Drachens weitaus länger erhalten haben, als man hätte annehmen sollen. Auch nach seinem Tode und so vielen Jahren scheint der Kadaver Thoroks noch viel Kraft zu besitzen. Ich befürchte, dass der Arid-Fürst Drugoth seine Künste dazu benutzen könnte, den Drachenleib mit einem grausamen Geist zu beleben und den schrecklichsten aller Unholde auferstehen zu lassen. Ein untoter Drache in Reichweite von Imladris ist eine zu große Gefahr, um ignoriert zu werden. Ich muss euch bitten, in die Schatzkammer von Hellegrod einzudringen und den Plänen Drugoths und des Nazguls ein Ende zu setzen. Dies wird sehr schwierig werden, deswegen schart erst eine Gruppe mächtiger Krieger um euch und macht euch dann auf den Weg. Okay, jetzt kennen wir den Plan. Deswegen wollte Skorgrim auch getötet werden. Sein Geist soll in den toten Drachen hinein, um einen untoten Drachen darauf zu beschwören. Und das wäre schon wirklich eine echte Gefahr. Dringt in die Schatzkammer von Hellegrod ein und durchkreuzt die Pläne des Nazgul. Na, wenn's weiter nichts ist. Muss ich... Oh, ich muss wirklich wieder dahin reiten. Na, herzlichen Glückwunsch. Dann nehme ich jetzt gleich mal hier diesen Schnellreisepunkt zurück zum Lager. Und werde dann... Ja, eigentlich können wir gleich direkt von da aus hinreiten. Das sollte eigentlich funktionieren. Denn es gibt ja... Ja, das ist gar nicht so schlecht. Es gibt ja die direkte Verbindung dann da. Das war jetzt gar nicht mal so doof.
Eigentlich wollte ich das jetzt primär nur nutzen, um schneller zu Gloins Lager zurückzukommen und von da aus aufzubrechen. Aber wäre ja Schwachsinn, von hier aus erst zu Gloins Lager zurückzumachen und dann nach Norden zu reiten. Wenn wir auch gleich von hier aus hin reiten können. Ich meine, als wir vorhin den Eingang nach Helgrod gesucht hatten, waren wir schon hier irgendwo auf den Hängen. Da hatten wir ja diese Stelle hier gesehen. Details, wir sind sowieso gleich da. Sehr gut, sehr gut. Gefällt mir. Na gut, ich bin mir bloß nicht ganz sicher, wie wir denn eigentlich die Pläne des Nazgul vereiteln sollen. Denn gegen den Nazgul haben wir noch keine Chance, ganz ehrlich. Und wie sollen wir ihn denn dann davon abbringen? Ich kann es mir nicht so richtig erklären, wie das funktionieren soll. Wir werden es uns anschauen. Es ist noch eine weitere Instanz. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Es gibt noch eine zweite Instanz in diesem Buch, die wir jetzt dann halt gleich besuchen werden. Und ja, die wird dann auch gleichzeitig das Ende für das Buch 5 sein und die Einführung in diese Schlachtzüge eben. Also jetzt kommt sozusagen das große Finale der Geschichte um den Nazgul, der verloren gegangen ist. Denn die Verfolgung dieses Typen wird damit dann auch enden und wir werden uns auf andere Sachen konzentrieren. Jetzt also auf zum Showdown. Nach Helgrod und ich hoffe, wir können es allein hinkriegen. Gegen Skorgrim gerade war das schon recht kritisch teilweise. Dadurch, dass er nur auf mich losgegangen ist, hatte ich dann schon ziemliche Probleme. Aber wir werden mal schauen. Wir werden mal schauen, wir werden das schon hinkriegen. Ich meine, es ist ja bloß nach Hellblau. Das sollten wir doch schaffen, oder? Los geht's! Auf in die Schatzkammer von Helgrod. Elrond der Halbelb fürchtet, dass die verbliebenen Nazgul mit der Unterstützung des Arid-Fürsten Drugot versuchen, den gefrorenen Leichnam des uralten Drachen Torok als Unhold auferstehen zu lassen. Es bleibt nicht viel Zeit, ihre finsteren Pläne zu durchkreuzen. Ich hatte es irgendwann am Anfang des Let's Plays mal erwähnt, dass die Aussprache teilweise unglaublich grässlich ist. Und das war ja gerade die Spitze gewesen dabei. Der Nazgul. Ja, natürlich, der Nazgul. Gandalf, das war super. Auch Drugot war schön. Naja, was soll's. Also über die Akkuratesse der Aussprache sollte man sich nicht zu sehr echauffieren hier dabei. Das ist halt teilweise, naja, nicht so ganz das Gelbe vom Ei, sag ich mal. So, legen wir mal los. Lass uns Angmarim schnetzeln. Ich glaube, ich sollte eigentlich zuerst auf die Hohepriester losgehen, oder? Ja, denn die sind hier am Beschwören. Am Heilen? Ne, am Beschwören, okay. Ich war mir nicht sicher, ob die heilen. Oder ob die Geister beschwören. So, räumen wir da erstmal den weg. So, nun bist du dran. Ah, okay, die Geister verschwinden dann auch. Gut zu wissen. Da wäre ich mir jetzt gar nicht sicher gewesen, ob das denn so ist überhaupt. Okay, und den Speer, den können wir uns ja jetzt ganz gemütlich in Ruhe vornehmen. Jetzt müssen wir alles ganz allein machen. Jetzt haben wir auch keinen Gimli mehr mit dabei. Der Spaß ist erstmal vorbei. So, wir stellen mal kurz das Gift weg. Immerhin eine negative Statusveränderung, die schon mal weg ist. Na gut, aber so schlimm sind die ja nicht hier. Okay, jetzt gibt's einige Geister zu klatschen. Das ist mehr Fleißarbeit als alles andere, denn die sind halt auch alle, oder viele zumindest, mit einem blauen Rahmen hier. Und blauer Rahmen ist halt keine Herausforderung, wenn du den Inspirationsbonus hast. Okay. Gleich mit einem Treffer getötet, das war interessant gerade. Es ist halt auch so, wenn die sofort mit Instant Kill abmarschieren, abdanken, dann werden sie, dadurch, dass sie eben sofort sterben, auch nicht aggressiv und triggern auch nicht, dass die anderen Leute drumherum uns angreifen. Das heißt, dann kann man wirklich in so eine Gruppe reinschießen und wird nicht angegriffen. Okay. Der Obelisk, untersuchen wir den doch mal. An der Seite dieses Obelisken ist eine Tafel in mehreren Sprachen angebracht. Darauf steht: Ich, Durin, Herr von Khazad-dûm, habe mit Hilfe der Gwaith Ymir Dain dieses Gewölbe gegraben.
zum Schutz der hier lagernden großen Reichtümer, wurden durch kunstfertige Elbenhände als Zeichen der Freundschaft Obelisken errichtet. Nur jene, welche die Sternkönigin anrufen, dürfen passieren. 3 Obelisken wurden errichtet. 3-mal müsst ihr sprechen. Unser Ziel also, ruft Elbereth bei den Obelisken an. Elbereth oder auch, ich glaube, das ist Varda, ne? Ich bin mir nicht sicher. Das ist eine der Valar. Und sie ist eben die Herrin der Sterne. Und eigentlich die Koryphäe, die Ansprechperson, weiß ich nicht, wie man es nennen will, der Gott für die Elben. Also die fühlen sich ihr sehr zugehörig. Und singen auch sehr viele Lieder auf sie. Also es heißt immer wieder, O Elbereth Gythoniel. Das hat... Wer war denn das? Ich bin mir nicht sicher, ob das von... Na, wie hieß er? Gildor in Lorion gesungen wurde? Oder ob das von Bilbo vielleicht mal mit überliefert wurde? Und ich glaube, Gildor in Lorion, als Frodo auf den getroffen ist oder auf seinen Zug in im Auenland getroffen ist, da haben die jetzt, glaube ich, gesungen, das O Elbereth Gythoniel. Und ich glaube, als die Hobbits dann, also als Frodo und Sam dann in Mordor sind und Sam Galadriels Filiole mit dem Licht von Earendil in die Hand nimmt, da ruft er, glaube ich, auch Elbereth an, um das Sternenlicht freizusetzen und Kankra vernichtend zu blenden, sag ich mal. Würde ich zumindest denken. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Na gut, also die Mission wird erstmal jetzt auch nicht allzu actionreich sein. Wir haben ja auch niemanden, der uns jetzt antreibt. Wir können also ganz in Ruhe und vorsichtig hier kämpfen. Auch wenn wir schon sehen, hier warten einige Geister auf dem Bus, wie es aussieht. Und auch einige Angmarim. Wir müssen aber halt hier rein, weil eben hier die Obelisken sein sollten, glaube ich. Wir müssen jetzt halt die 3 Obelisken suchen und die sind alle in solchen Nebenkammern. Wo setzt du denn das Ding hin, Mensch Junge? Mann. So, ich gehe erstmal auf die Seidenspinnerin los, denn die beschwört Spinnen, wenn ich mich recht entsinne. Okay, sie hat die Falle noch mitgenommen. Das ist alles, was ich brauche. War es aber schon ein bisschen komisch, dass er die Falle in die Wand gesetzt hat, ne? Naja, egal. Kann passieren. Kann in den besten Familien passieren. So. Stirb, kleiner Angmarin, stirb. Wunderbar. Ich bin jetzt bloß nicht sicher, wo ist denn hier... Das da hinten scheinen ja nicht die Obelisken zu sein, oder? Ist es einer davon? Ich weiß es nicht. Hier stehen so viele Geister rum. Muss ja einen Grund haben. Lass mal umnieten. So. Schön rein hier in die Menge. Ja. So habe ich mir das vorgestellt. Genau. Und für den letzten haben wir dann noch diesen Angriff. Oh, muss ich jetzt wirklich warten, bis der... Okay. Dann lässt er sich halt durch Blutung oder was auch immer töten. Ist mir auch recht. Oh, ich dachte es mir fast. Hier hinten ist kein Obelisk, den wir anrufen können. Hier auch nicht, ne? Na gut, dann suchen wir halt weiter. Wäre auch irgendwie zu naheliegend oder zu nahe gelegen gewesen, wenn das jetzt schon hier gewesen wäre. Kann sich aber ein bisschen die Länge ziehen, dadurch, dass wir dann halt jetzt ganz allein immer alles wegräumen müssen, was im Weg steht. Ich weiß es halt nicht aus dem Kopf, wo jetzt die Obelisken genau sind. Wir können übrigens ja auch mal hier reinschauen. Da sehen wir schon das große Übel. Der Nazgul, der Ritfürst und der Leichnam des Drachen. Den zu sehen, ich gar nicht scharf bin. Also in Aktion zu sehen, meine ich. Gut, gehen wir mal in die nächste Ecke. Selbes Spielchen wie gerade eben. Es ist halt alles so auf gut Glück, auf Verdacht. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt besser kommen. Oh, das sind jetzt alles Beschwörungstypen. Das ist ja gemein. Naja, was soll's. Wird schon klappen.
Erstmal den Hohepriester. Ich weiß halt nicht, ob die Spinnen auch verschwinden, wenn man ihre Meister tötet. Ich glaube nämlich nicht. Das ist, glaube ich, nur bei den Geistern so. Ja, die bleiben. Unschön. Naja, kriegen wir trotzdem hin. Ach Gott, die sind ja nur mit grünem Rahmen. Das ist ja niedlich. 1000 Lebenspunkte. Wie süß. Okay. Haben wir denn hier jetzt einen Obelisken? Das wäre. Warum zittert das denn gerade so? Ich weiß es nicht. Das wäre sehr schön. Ja, das sieht besser aus. Ja, da hinten. Da haben wir doch endlich mal einen. Okay. Wunderschön. So, ich warte mal kurz, bis der wieder umdreht, damit ich mir den erstmal alleine vornehme. Ich weiß halt nicht, ob wir die irgendwie umschleichen können. Ich bezweifle es aber gerade. Ach komm, weißt du. Oh shit, jetzt kommt er, ernsthaft? Really? Ist mir egal. Ich kämpfe jetzt gegen alles, was mir in den Weg kommt. Okay, das war jetzt unnötig, da noch mit einem Fokus zu brauchen und einen Skill drauf zu gehen. Das war ein bisschen Verschwendung, gebe ich zu. So. Da müssen wir auch nicht alle bekämpfen. Da reicht es doch, wenn ich die eine Seite frei mache und wir dann oben uns nur noch die Angmarien vornehmen. Dann können die drei Herren hier fröhlich weiter sich die Beine in den Bauch stehen. Sind das? Ah nein, es sind wieder drei. Okay, drei Hohepriester. Alles klar. Gleich sind es drei untote Hohepriester. Dann können sie sich mit zu den anderen stellen. Oder drei Tote, nicht drei Untote. Komm hier, warte mal. Du musst nicht Geister beschwören, das muss nicht sein. Das können wir auch anders regeln. Ach, und er will gar nicht, das ist okay. Wenn er nicht mag, dann muss er nicht mitspielen. Ich lasse ihn auch gern stehen. Ich glaube, wir hätten sie alle stehen lassen können. Welbereth Githoniel. Wunderbar. Damit haben wir bei dem Ding schon mal die Macht geweckt. Fehlen noch zwei in der Liste. Bevor endlich sich die Tore öffnen. Und dann kommt es ja eigentlich erst zum großen Showdown. Denn momentan ist ja noch nicht so viel Spannendes hier. Ist ja mehr so eine Sneak-Aktion. So, ich weiß halt nicht. Ne, wir schauen mal rein. Ich weiß nicht, ob wir hier schon richtig sind. Ich glaub's bald nicht, ehrlich gesagt. So, ist schön, dass ihr auch so mit der Mode geht und verschiedene Farben euch zulegt. Dass ihr nicht alle gleich ausseht. Wäre ja auch langweilig. Ich meine, auch Geister müssen mal mit der Mode gehen, ne? So, hast du dich hier in der Falle ein bisschen aufgeheddert? Aufgeheddert? Was? Aufgehängt. Verheddert, höchstens. Das Reden ist manchmal schon eine schwierige Kunst. Und warum hast du jetzt wieder den einen Fokuspunkt dann nicht ganz aufgeladen? Das ist manchmal ein bisschen seltsam. So, wie sieht's denn aus, so obeliskentechnisch? Technisch. Das Reden. Nein, 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 nein. Wir gehen wieder. Habt Spaß, Jungs. Ohne mich. Kriegt ihr hin, oder? Trinkt einen auf mich mit. Oder so. Ich weiß ja nicht, was ihr so macht, um eure Zeit zu vertreiben. Außer rumstehen und Wände anstarren. Und schweigen. Und böse gucken. Wahrscheinlich können sie nicht mehr. Keine Ahnung. Haben wir hier einen Eingang? Nö. Ja, die drei können von mir aus eigentlich auch hier bleiben. Sollen sie doch da rumstehen. Es könnte höchstens sein, dass das dann unser Eingang ist. Aber dann können wir sie ja immer noch wegräumen. Das wäre ja nicht das Problem. So, probieren wir mal die nächste Höhle aus. Ich weiß auch nicht, ob die farbigen Fackeln mir irgendwas sagen können. Bezüglich, hier ist ein Obelisk oder eben hier ist kein Obelisk. Keine Ahnung. Habe ich noch nie so drauf geachtet. Aber ist schon irgendwie seltsam, dass es sowohl blaue als auch grüne Fackeln gibt. Magst du den Skill nicht anwenden? Oder wie sieht das aus? Ach, ist mir auch egal. Tod ist tot. Und ich hoffe, ihr habt einen Obelisken für mich.